Platz zu nehmen für unsere vereinbarte Debatte zum Thema Deutschlands Beitrag zur Eindämmung der Ebola-Epidemie. Herzlichen Dank. Live zurück im Plenum des Deutschen Bundestages. Hier hat in diesen Sekunden die Sitzung begonnen. Es geht um Deutschlands Beitrag zur Eindämmung der Ebola-Epidemie, die ja verschiedene Länder Westafrikas wie eine Seuche derzeit heimsucht. Es liegen vor hier im Bundestag zwei Entschließungsanträge, eine der Koalitionsfraktion und einer von Bündnis 90 Die Grünen, beziehungsweise es sind drei Anträge, einer von Bündnis 90 Die Grünen und einer der Fraktion Die Linke mit unterschiedlicher Intention. Alle wollen sie helfen. Die Opposition will vor allem Geld geben. Im Plenum spricht jetzt der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth. Immer wieder tragischen Situationen, die uns bewegen und so schnell nicht mehr loslassen. In diesen Momenten fällt es schwer, zur Tagesordnung zurückzukehren. Die Meldungen und Bilder, die uns derzeit aus der Krisenregion in Westafrika erreichen, haben auch mich sehr berührt und erschüttert. Das Ebola-Virus breitet sich immer schneller aus. Fassungslos blicke ich auf die dramatisch wachsenden Opferzahlen in Liberia, Guinea und Sierra Leone. Viele Krankenstationen sind mittlerweile derart überfüllt, dass neue Patienten nicht mehr behandelt werden können. Bei diesen Zahlen und Bildern spüren wir alle, in Westafrika spielt sich derzeit eine humanitäre Katastrophe von unvorstellbarem Ausmaß ab. Für die Bundesregierung ist jedoch klar, wir dürfen die notleidenden Menschen in Westafrika in dieser dramatischen Lage nicht alleine lassen. Doch, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Ebola-Epidemie besitzt eine andere Qualität als die meisten Krisen, die die moderne Welt bislang gesehen hat. Sie verlangt andere, neue Antworten. Und dies macht die Reaktion auf Ebola eben auch so schwierig. Und deswegen hat die Weltgemeinschaft im Kampf gegen das Virus viel Zeit verloren. Das will ich überhaupt nicht beschönigen. Wir sind derzeit mit einer Vielzahl von humanitären Großkrisen konfrontiert. Sie alle kennen sie. In Syrien, Nordirak, Ostukraine. Dazu kommen die Flüchtlingsströme im Libanon, in Jordanien und in der Türkei. Umso wichtiger ist es, dass wir auf diese Krisen koordiniert, zügig und entschlossen reagieren. Eine Blaupause zur Lösung der Ebola-Krise haben wir nicht. Einfache Antworten gibt es ebenso wenig wie schnelle Erfolge. Denn wir wissen, trotz all unserer Bemühungen wird es noch Monate dauern, bis die Epidemie endlich unter Kontrolle ist. Und unabhängig von der medizinischen und humanitären Lage wird uns auch der Wiederaufbau der Wirtschaft und der Gesundheitssysteme in den betroffenen Staaten noch lange Zeit fordern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Ebola-Epidemie in Westafrika ist weit mehr als nur eine humanitäre Katastrophe. Die Verbreitung der Krankheit hat sich auch zu einer massiven Bedrohung von Frieden und Sicherheit in der Welt entwickelt, wie der UNO-Sicherheitsrat kürzlich in seiner Resolution 2177 festgestellt hat. Die betroffenen Länder Liberia, Guinea und Sierra Leone werden in ihrer Entwicklung weit zurückgeworfen. Die jüngsten Fortschritte bei Friedenssicherung und Entwicklung drohen durch die Folgen der Epidemie auf einen Schlag zerstört zu werden. Deswegen hat sich auch die Staatspräsidentin Liberias kürzlich in einem dramatischen Appell an die Bundeskanzlerin gewandt. Über die Region Westafrika hinaus strahlt die Krise auch auf den gesamten Kontinent aus. Auch deswegen steht die internationale Gemeinschaft in der Verantwortung, zügig und entschlossen zu handeln. Mittlerweile bekämpfen wir Ebola mit zahlreichen Projekten. Wir sind bereits seit Monaten, insbesondere auch mein Haus, im Kampf gegen die weitere Verbreitung des Ebola-Virus aktiv. Seit Ausbruch der Epidemie haben wir Sofort- und Entwicklungshilfe in Höhe von rund 17 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.
Diese Gelder fließen an erfahrene Helferinnen und Helfer, die direkt vor Ort die dringend notwendige Unterstützung leisten. Die Weltgesundheitsorganisation, Ärzte ohne Grenzen, Welthungerhilfe, das Robert-Koch-Institut, das Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin. Ihnen danke ich im Namen der Bundesregierung für Ihren unermüdlichen und herausragenden Einsatz. Die Bundeswehr wird in den nächsten Tagen von einem Lufttransportstützpunkt in Dakar eine Luftbrücke in die Krisengebiete aufbauen. Die Bundesregierung wird das Deutsche Rote Kreuz sowohl finanziell als auch logistisch dabei unterstützen, ein mobiles Krankenhaus mit weit mehr als 200 Betten aufzubauen. Und auch die Bundeswehr bereitet die Einrichtung einer Krankenstation für bis zu 50 Patienten in Liberia vor. Wir helfen. Viele Projekte sind angelaufen. Bis sie die Menschen in den Ebola-Gebieten erreichen, wird es allerdings noch Tage oder gar Wochen dauern. Dies liegt daran, dass zunächst qualifiziertes medizinisches Personal gewonnen und vorbereitet werden muss. Ebenso müssen wir sicherstellen, dass die Helferinnen und Helfer im Falle einer Infizierung mit Ebola schnell und sicher evakuiert werden können. Aber seien Sie versichert, die Bundesregierung arbeitet mit Hochdruck daran. Deutschland beteiligt sich an den internationalen Hilfsmaßnahmen mit aller Entschiedenheit. Es ist uns allen ein Herzensanliegen, so viele Menschen wie möglich zu helfen. Dabei, liebe Kolleginnen und Kollegen, zählen wir insbesondere auf Ihre Unterstützung. Vielen herzlichen Dank. Das war der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth, der der SPD-Fraktion angehört. Nächster Redner ist jetzt Niema Mofasat für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Vor kurzem sagte Außenminister Steinmeier, Deutschland sei Motor im Kampf gegen Ebola. Das muss aber ein Motor sein, bei dem einige Schrauben locker sitzen. Bis letzte Woche ist er gar nicht angesprungen. Viel Starthilfe war nötig und heute bewegt er sich immer noch im Schritttempo. Denn viele Hilfsorganisationen weisen schon länger darauf hin, wie ernst die Lage in Westafrika ist. Dass ganze Staaten wie Sierra Leone und Liberia vor dem Zusammenbruch stehen. Ärzte ohne Grenzen haben schon am 23. Juni das erste Mal davor gewarnt, dass die Lage außer Kontrolle zu geraten droht. Dennoch unternahm die Bundesregierung lange so gut wie nichts. Kollege Brandt von der CDU, Vorsitzender des Humanitären Ausschusses, hat recht, wenn er im Spiegel sagt, wenn wir ehrlich zu uns sind, müssen wir eingestehen, wir sind zu spät dran. Zitat Ende. Deshalb ist Eigenlob nicht angebracht, sondern Selbstkritik. Als die Präsidentin Liberias letzte Woche ihren dramatischen Appell an Frau Merkel schrieb, hatte Deutschland bis dahin gerade mal 2,7 Millionen Euro zugesagt. Die USA hatten da bereits über 140 Millionen Dollar bereitgestellt. Laut Weltgesundheitsorganisation hat den wertvollsten Beitrag zur Ebola-Bekämpfung das arme Kuba zugesagt, die Entsendung von 165 Ärzten und Pflegern. Deutschland aber, die viertgrößte Wirtschaftsnation der Welt, steht immer noch auf der Bremse. Vor wenigen Tagen hat die Bundesregierung ihre konkreten Maßnahmen gegen die Ebola-Epidemie vorgestellt. Ich lese mal vor. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe kann bei Bedarf kurzfristig umfangreiche medizinische Ausrüstung zur Verfügung stellen. Das THW wird sich nach Bedarf an der logistischen Unterstützung der Hilfsmaßnahmen beteiligen. Liebe Bundesregierung, bei Bedarf und kann. In Westafrika tobt die größte Ebola-Epidemie aller Zeiten. Über 2.800 Menschen sind schon gestorben. Die Helfer müssen Infizierte an den Türen der Krankenhäuser abweisen, weil es keine freien Betten mehr gibt. Pessimistische Schätzungen sprechen mittlerweile sogar von bis zu 1,4 Millionen Infizierten bis Januar 2015. Zudem droht eine Hungersnot. Die Weltgesundheitsorganisation vergleicht die Lage mit dem Tsunami 2004 und dem Erdbeben in Haiti. Bei beiden Katastrophen gab es Hunderttausende Tote. Welche Bedarfsprüfung brauchen Sie noch? Worauf warten Sie? Handeln Sie endlich! Wir müssen aber auch über die grundlegenden Ursachen dieser humanitären Katastrophe sprechen. Dass die Lage in Sierra Leone, Guinea und Liberia dermaßen außer Kontrolle geraten konnte, hat auch mit politischen Fehlern Deutschlands zu tun. Denn auch deutsche Pharmaunternehmen forschen an profitträchtigen Medikamenten für reiche Industrieländer. Käme Ebola nicht nur in armen afrikanischen Staaten vor, es gäbe seit Jahren einen Impf- oder Wirkstoff gegen den Virus.
Nur 10% der globalen Forschungsausgaben beziehen sich auf Krankheiten, die 90% zur globalen Krankheitslast beitragen. Die Pharmabranche investiert doppelt so viel Geld in Marketing wie in Forschung. Gesundheit ist aber keine Ware. Wir dürfen die Erforschung von lebenswichtigen Medikamenten nicht allein der Privatwirtschaft überlassen. Zudem fördert Deutschland bis heute Privatisierung im Gesundheitsbereich auch in Entwicklungsländern. Das erschwert aber den Aufbau funktionierender staatlicher Gesundheitssysteme. In Nigeria gab es Ebola-Fälle bereits in der Millionenstadt Lagos, wo eine Ausbreitung des Viruses in den Slums eigentlich auf optimale Bedingungen trifft. Dennoch hat es sich dort bisher nicht weit verbreitet. Weshalb? Weil es in Nigeria ein wesentlich besseres staatliches Gesundheitssystem gibt als in Liberia und Sierra Leone. Deshalb Schluss mit Privatisierung im Gesundheitsbereich. Es fehlt auch an Geld. Seit Jahren gibt es die Forderung von Nichtregierungsorganisationen, mehr Geld für globale Gesundheit auszugeben. 0,1% des Bruttoinlandsproduktes sollen reiche Staaten dafür aufwenden. Die Ausgaben für globale Gesundheit betrugen seitens Deutschlands zuletzt aber nur 0,03%. Das ist selbst im europäischen Vergleich nur absolutes Mittelmaß. Außerdem hat Deutschland seinen Finanzierungsbeitrag für die Weltgesundheitsorganisation WHO immer weiter zurückgefahren. Von 33 Millionen Euro 2006 auf heute noch 24 Millionen Euro. Insgesamt hat die WHO in den letzten Jahren ein Fünftel ihrer Finanzmittel verloren. Die WHO hat deshalb für ganz Afrika nur noch 3 Spezialisten für Epidemien im Einsatz. Das Personal für Notfälle in der Zentrale ist von 100 auf 34 geschrumpft. Wäre die WHO handlungsfähiger gewesen, hätte die Ebola-Epidemie vielleicht rechtzeitig gestoppt werden können. Deutschland muss seinen WHO-Beitrag deutlich erhöhen. Die jetzige Krise sagt aber auch einiges über die Prioritätensetzung der Bundesregierung aus. Seit Monaten hören wir vom Bundespräsidenten und von Regierungsmitgliedern viel über die gewachsene internationale deutsche Verantwortung. Dass sie diese Verantwortung vor allem als militärische verstehen, zeigt sich jetzt wieder. Denn jetzt, im historischen Fall einer im 21. Jahrhundert nur wenige tausend Kilometer von Europa eskalierenden Seuche, hätten sie die Gelegenheit gehabt, wahrhaft internationale Verantwortung zu übernehmen. Massenhaft Menschenleben zu retten, ohne die Gefahr einzugehen, dabei Unschuldige zu töten. Sie aber liefern lieber für 70 Millionen Euro Waffen in den Irak. Dort werden diese Jahrzehnte im Umlauf sein und Schaden anrichten. Für Ebola haben Sie in den 3 Monaten seit der ersten Katastrophenmeldung nicht mal die Hälfte bereitgestellt. Und das auch nur nach langem Zögern. Bei den Waffenlieferungen ging alles ganz schnell. Und so eine Außenpolitik, die dem Militärischen den Vorrang vor dem Humanitären gibt, kann man nur noch als zynisch bezeichnen. Nun ging ja der Aufruf an Bundeswehrangehörige, sich freiwillig für einen Hilfseinsatz zu melden. Aber wieso der Aufruf nur an Bundeswehrangehörige? Die Bundesregierung muss einen Aufruf an das gesamte in staatlichen Einrichtungen beschäftigte medizinische Personal richten. Denn die Profis, die helfen können, sitzen in den Tropeninstituten. Und es braucht schnell einsetzbares Personal, denn vor Ort gibt es zu wenig Ärzte und Pfleger. Als die Seuche ausbrach, gab es für die 10 Millionen Einwohner Liberias und Sierra Leones gerade mal 170 Ärzte. Wer sich freiwillig meldet, braucht klare und sichere Rahmenbedingungen. Eine zeitlich begrenzte Freistellung und finanzielle Anreize sind wichtig, um die nötigen Kräfte zu mobilisieren. Aber auch die Gewährleistung, ausgeflogen zu werden, falls man sich ansteckt. Denn unzählige Helfer haben sich beim Versuch, Leben zu retten, mit Ebola angesteckt und sind selbst gestorben. Ich muss hier auch mal eine Selbstverständlichkeit deutlich sagen. Humanitäre Katastrophenhilfe ist nicht Aufgabe der Bundeswehr. Die Hilfsorganisation Medico International hat vor kurzem erklärt, dass ziviles Personal leichter das Vertrauen der Bevölkerung gewinnt. Vertrauen ist ein ganz entscheidender Faktor bei einer Erkrankung wie Ebola, die die Menschen bisher nicht kennen und die so massiv Todesopfer fordert. Es kann nicht sein, dass bei humanitären Katastrophen immer der Ruf nach dem Militär kommt, Soldaten sind keine humanitären Helfer. Wir brauchen deshalb endlich zivile Krisenreaktionskräfte, die über ausreichend Ressourcen verfügen, um jederzeit überall auf der Welt helfen zu können. Mit eigenen mobilen Krankenhäusern, medizinischem Personal, Flugzeugen, Schiffen, Helikoptern,
Räumgerät und allem, was Herr sonst Kollege, dazu gehört. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Frau Pfeiffer? Ja, bitteschön. Herr Kollege Mowessert, ich habe nur eine kurze Frage. Meinen Sie nicht, wenn Sie mit Ebola infiziert sind und dringend auf Hilfe warten, dass es Ihnen völlig egal ist, wer Ihnen hilft? Also ob der nun ein Bundeswehrsoldat ist oder ob er vielleicht aus dem Krankenhaus hier von der Charité kommt. Mir persönlich, um ehrlich zu sein, wäre es ziemlich egal. Frau Kollegin Pfeiffer, ich habe ja nicht dagegen gesprochen, dass man den Aufruf in der Bundeswehr gestattet hat. Das habe ich ja hier nicht gesagt. Ich habe gesagt, es wäre richtig, den Aufruf an das gesamte medizinische Personal in allen staatlichen Einrichtungen zu richten. Da müsste der Appell hin. Und dann habe ich sozusagen gesagt, dass es in der Abwägung immer besser ist, wenn es möglich ist, dass es ziviles Personal statt militärischem ist. Ich habe die Frage beantwortet. Zu dem, was akut zu tun ist, hat die Linke viele Vorschläge gemacht in Ihrem Entschließungsantrag. Am wichtigsten ist es im Augenblick nach kubanischem Vorbild, medizinisches Fachpersonal zu entsenden, außerdem Isolierstationen zu liefern und zu betreiben und die Finanzzusagen auf 100 Millionen Euro zu erhöhen. Wenn die pessimistischen Herr Prognosen, Kollege, denken Sie bitte an Ihre Redezeit. Ja, genau, wenn die pessimistischen Prognosen stimmen sollten, stehen wir vor einer Seuche, wie wir sie seit Jahrhunderten nicht erlebt haben. Der Präsident von Ärzte ohne Grenzen sagte heute, dass es nicht mehr um Wochen und Monate, sondern um Stunden und Tage geht. Ich appelliere daher an die Bundesregierung, handeln Sie jetzt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Die Rede von Niema Mufasat für die Linksfraktion. Nächster Redner ist jetzt Thomas Silberhorn, der parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Er gehört der CSU-Fraktion an. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Ausmaß dieser Ebola-Epidemie hat in der Tat dramatische Züge in Westafrika angenommen. Nahezu 6.000 Menschen sind bisher nach Schätzungen, nach den Registrierungen der Weltgesundheitsorganisation infiziert. Mehr als 2.800 Menschen sind an dieser Krankheit bereits gestorben. Und das eigentlich Beunruhigende ist die hohe Ansteckungsrate. Es muss damit gerechnet werden, dass sich die Zahl der Ebola-Fälle etwa alle 3 Wochen verdoppelt. Es kann also durchaus sein, dass in wenigen Monaten die Zahl der Infizierten sich auf mehr als 100.000 belaufen kann. Damit erleben wir den bei weitem schlimmsten Ausbruch dieses Virus seit seiner Entdeckung vor fast 40 Jahren. Jenseits all des menschlichen Leids, das verbunden ist mit dieser Epidemie, hat diese Krise auch eine Reihe weiterer gravierender Auswirkungen. Die Gesundheitssysteme in Liberia, Guinea, Sierra Leone als den am meisten betroffenen Staaten stehen vor dem vollständigen Zusammenbruch. Das bedeutet, dass dann auch andere Krankheiten nicht mehr behandelt werden können. Es drohen Versorgungsengpässe. Der Ausbruch dieser Epidemie fiel in die Erntezeit. Die Felder können jetzt nicht mehr bestellt werden. Die Versorgung ist unterbrochen, weil die Grenzen dicht sind und die Straßen gesperrt. Nahrungsmittel werden knapp, die Preise steigen, der Handel funktioniert nicht mehr. Es gibt auch soziale Auswirkungen dieser Ebola-Epidemie, die wir noch gar nicht ganz absehen können. Es sind eine Reihe von Haushalten unter Quarantäne gestellt. Die Schulen sind geschlossen. Das Fußballspielen ist den Kindern verboten, aus Sorge vor Ansteckung, wie wir heute Morgen im Ausschuss erfahren haben. Kranke drohen, stigmatisiert zu werden. Viele Frauen bleiben auf sich allein gestellt. Viele Kinder werden zu Waisen. Die wirtschaftlichen und die sozialen Auswirkungen werden die betroffenen Länder noch lange spüren. Und damit werden nicht nur Erfolge unserer Entwicklungszusammenarbeit, die wir mühsam erreicht haben, wieder gefährdet, sondern es droht auch neues Konfliktpotenzial in einer ohnehin fragilen Region. Und deshalb, meine Damen und Herren, dürfen wir uns jetzt nicht abwenden von dieser Krise, sondern wir müssen uns hinwenden zu der Bevölkerung. Wir dürfen sie nicht im Stich lassen. Wir müssen das Virus isolieren und nicht die betroffenen Länder. Eine gute Nachricht ist, dass ein Übergreifen auf weitere Nachbarstaaten bislang weitgehend verhindert werden konnte. In Nigeria und Senegal gibt es derzeit keine Neuinfektionen und ein zweiter Ausbruch von Ebola in der Demokratischen Republik Kongo
konnte eingedämmt werden, stand aber auch nicht im Zusammenhang mit der Epidemie in Westafrika. Aber, meine Damen und Herren, es ist doch sehr deutlich geworden, dass es sich hier nicht um ein Problem einzelner Länder handelt, sondern dass wir vor einer Frage der regionalen, ja der globalen Stabilität stehen. Das hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen auch bekräftigt, indem er festgestellt hat, dass die Epidemie eine Bedrohung für den Weltfrieden und die internationale Sicherheit darstellt. Es ist eine Herausforderung für die gesamte internationale Gemeinschaft. Wir müssen unsere Anstrengungen eng koordinieren, und deshalb begrüßt die Bundesregierung, dass die Vereinten Nationen am Samstag eine Sondermission eingerichtet hat zur Antwort auf diesen Ebola-Notfall, die United Nations Mission on Ebola Emergency Response. Erste Vorausteams sind vorgestern in der Region angekommen. Wir haben uns auch mit unseren europäischen Partnern verständigt, dass die Europäische Union 170 Millionen Euro bereitstellt, um diese Ebola-Epidemie zu bekämpfen. Der deutsche Anteil daran beträgt etwa 20%. Und wir leisten auch einen nationalen Beitrag mit den Fähigkeiten, die wir zur Verfügung stellen können. Das Auswärtige Amt unterstützt Hilfsorganisationen, die vor Ort humanitäre Nothilfe leisten können. Das Gesundheitsministerium unterstützt deutsche Forschungsinstitute, die bei der Diagnostik und der Ausbildung von Fachpersonal vor Ort helfen. Das Verteidigungsministerium beteiligt sich am Aufbau einer Luftbrücke und stellt medizinische Hilfe bereit, ebenso wie das Innenministerium. Und ich finde es ein bemerkenswertes Zeichen, dass sich bei der Bundeswehr innerhalb von 24 Stunden hunderte Freiwillige aus Deutschland gemeldet haben, die an der Ebola-Bekämpfung mitwirken wollen. Und es melden sich täglich mehr. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist wirklich ein beeindruckendes Signal von Hilfsbereitschaft und praktizierter Nächstenliebe. Wir wissen alle, dass dieser Einsatz mit Risiken verbunden ist. Und deswegen möchte ich allen, die hier helfen, unsere Hochachtung und unseren Dank aussprechen. Ich beziehe darin in diesen Dank ausdrücklich die vielen Helferinnen und Helfer von Rettungsorganisationen ein, wie dem Deutschen Roten Kreuz, Caritas und insbesondere Ärzte ohne Grenzen, deren Experten bis zur Erschöpfung arbeiten, um vor Ort Menschenleben zu retten. Vielen Dank für dieses Engagement. Die Rede von Thomas Silberhorn, dem parlamentarischen Staatssekretär. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch das Entwicklungsministerium da war ich zu früh, Entschuldigung. Trägt mit unseren Instrumenten dazu bei, diese Epidemie zu bewältigen. Wir unterstützen den Krisenplan der Weltgesundheitsorganisation mit 10 Millionen Euro. Diese Mittel werden eingesetzt, um die Bevölkerung aufzuklären über die Krankheit und die Ansteckungsgefahren, um Ärzte und Pflegepersonal weiterzubilden, um zusätzliche Behandlungsstationen für Ebola-Patienten aufzubauen und auch um Schutzmaterial und Medikamente zu beschaffen. Wir bemühen uns auch, wo immer möglich, in unseren laufenden Vorhaben vor Ort Mittel so einzusetzen, dass wir jetzt helfen können. Und wir unterstützen auf diesem Wege unter anderem auch Ärzte ohne Grenzen. Ich verhehle nicht, dass wir durchaus noch mehr könnten, mit den Partnerstrukturen, die wir vor Ort haben, mit den Netzwerken zu lokalen Experten, zu Hilfsorganisationen. Wir sind durchaus in der Lage, weitere 30 bis 35 Millionen Euro zügig und wirksam mit unseren Partnern umzusetzen. Aber es wird Sie nicht überraschen, dass die im Haushaltsentwurf noch nicht stehen, weil der schon vom Sommer ist. Und was überplanmäßig möglich ist, das müssen wir bitte im Ressortkreis besprechen und auch mit dem Deutschen Bundestag verhandeln. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Entwicklungszusammenarbeit kann jetzt ihre Erfahrungen nutzen und ihre Strukturen, um schnell und wirksam zu helfen. Denn jetzt geht es darum, Leben zu retten. Aber wir müssen auch jetzt schon überlegen, wie es danach weitergeht. Wir müssen auch jetzt schon die betroffenen Länder dabei unterstützen, die Folgen der Krise zu überwinden und Strukturen zu schaffen, die die nächste Katastrophe vermeiden helfen. Das Entwicklungsministerium investiert jedes Jahr 700 Millionen Euro in den Aufbau von leistungsfähigen Gesundheitssystemen.
Und diese Krise um Ebola zeigt, wie wichtig, wie überlebensnotwendig das ist. Denn in den betroffenen Ländern fehlt es an funktionierenden Gesundheitsstrukturen und es fehlt auch an Vertrauen in öffentliche Einrichtungen. Wir wollen einen Beitrag leisten, in Liberia, Guinea und Sierra Leone jetzt diese Krise zu überwinden. Aber wir wollen auch einen Beitrag leisten, damit solche Krisen künftig gar nicht erst entstehen. Wir wollen mit den Instrumenten der Entwicklungszusammenarbeit Strukturen schaffen, damit Vertrauen wieder wachsen kann und damit nachhaltige Entwicklung gelingt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nun ist er zu Ende. Thomas Silberhorn war das, der parlamentarische Staatssekretär im Bundesentwicklungsministerium. Nächste Rednerin ist jetzt Cordula Schulz-Asche, die Sprecherin für Prävention und Gesundheitswirtschaft der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Seit nunmehr einem halben Jahr wütet das Ebola-Virus in Westafrika. Wir kommen gerade von dem gemeinsamen Gespräch mit Dr. Sambo, dem Regionaldirektor für Afrika der Weltgesundheitsorganisation, der uns nicht nur eindringlich geschildert hat, wie in den betroffenen Ländern die Situation ist, sondern er hat zum wiederholten Male an Deutschland den Appell gerichtet, Hilfe zu leisten. Bereits am 8. August, also vor 6 Wochen, stufte die Weltgesundheitsorganisation die Ebola-Epidemie als internationalen Gesundheitsnotfall ein. Und spätestens ab dann war klar, die betroffenen Länder können den Ausbruch mit ihren vorhandenen Mitteln und den personellen Ressourcen nicht mehr alleine stoppen. Was es braucht, ist eine massive Unterstützung von außen. Doch es vergingen verheerende Wochen, in der die internationale Gemeinschaft weitgehend untätig blieb. Und auch Deutschland überhörte diese Hilferufe fahrlässig. Der Antrag, den uns die Regierungsfraktionen heute vorgelegt haben, zeigt, sie haben das Problem immer noch nicht verstanden. Sie bleiben vage, sie prüfen, aber darum geht es nicht. Wenn man sich Ihren Antrag anschaut und das, was Sie vorhaben, dann frage ich Sie, wo in Ihrem Antrag steht das Personal, das so dringend in diesen Ländern erfordert und angefordert wird? Wo steht das? Das Einzige, was wir bisher wissen, ist, dass seit Montag Frau von der Leyen sozusagen persönlich Freiwillige anwirbt. Aber wo steht in Ihrem Antrag, wer kümmert sich um diese Freiwilligen, wer wählt sie aus, wer schaut, wer geeignet ist, wie werden diese Leute betreut, wer kümmert sich um diese Freiwilligen, von denen Sie andauernd reden? Nichts dazu steht in Ihrem Antrag. Und das ist ein Zeichen, Sie arbeiten einfach nicht zusammen. Jeder macht seins. Jeder Gesundheitsdezernent in einer deutschen Kommune weiß im Fall, was einer Epidemie notwendig ist. Erstens sofortiges Handeln, da haben Sie ein halbes Jahr gewartet. Und zweitens koordiniertes Handeln, da sind Sie immer noch nicht angekommen. Und Ihr Antrag ist dafür ein Beweis. Da muss erst ein alarmierender Brandbrief der liberianischen Präsidentin an Frau Merkel kommen, damit das monatelange vor sich hinwurschteln in den Ministerien endlich beendet wird mit dem Staatssekretärtreffen am letzten Freitag. Und dann schaut man sich den Antrag an und dann ist es im besten Falle verbal. Wenn man sich anschaut, ja, Ankündigungen, nichts Konkretes, keine Geldsummen, keine konkreten Forderungen oder Beschreibungen, wer konkret jetzt was übernimmt. Es ist keine Systematik zu erkennen, es ist kein Konzept zu erkennen, wie die Epidemie noch gestoppt wird. Und das können wir nicht länger zulassen. Und deswegen möchte ich jetzt sagen, was aus meiner Sicht konkret zu tun ist. Meine Damen und Herren, natürlich muss mit der Weltgesundheitsorganisation kooperiert werden, mit der EU und auch mit der eingerichteten UN-Mission für den Notfall, jetzt den Ebola-Notfall. Aber die Frage ist doch, was können wir in Deutschland tun? Endlich ein gemeinsames, koordiniertes Vorgehen der verschiedenen Ministerien hinzubekommen. Dass erst am letzten Freitag, am 19. September, das erste Treffen auf Ebene der Staatssekretäre stattgefunden hat.
Und seitdem die Nichtregierungsorganisationen, aber auch die staatlichen oder staatsnahen Organisationen darauf warten, was jetzt eigentlich von ihnen erwartet wird, das geht doch so nicht weiter, meine Damen und Herren. Das ist doch ein Zeichen, wie Sie offensichtlich überfordert sind. Wir hätten längst seit Wochen eine Liste fertigstellen können mit den logistischen und technischen Kapazitäten, die in Deutschland vorhanden sind, zum Beispiel beim Technischen Hilfswerk. Wir hätten längst erheben können, welches qualifizierte Bereich im Personal im Bereich der Seuchenbekämpfung in Deutschland vorhanden ist, in den 10 Zentren, aber natürlich auch in Gesundheitsämtern, und das sich zur Verfügung stellen würde. Wo ist diese Liste? Wir hätten längst gefragt werden können, zum Beispiel von erfahrenen, ich sage ausdrücklich, von in Afrika, zum Beispiel in Entwicklungsländern, erfahrenen, mit den Besonderheiten, mit den dortigen Krankheiten umgehenden Personal, Ärzten, Krankenpflegern, Laboranten, hätten längst Listen erstellen können, wer von diesem Personal freiwillig in diese Länder im Moment gehen würde. Sie arbeiten ja überall, nicht Regierungsorganisationen. Wir haben die Experten von der GEZ, vom ehemaligen DED, alles versierte Kräfte in diesem Bereich, meine Damen und Herren. Wir haben natürlich auch versierte Kräfte in der Bundeswehr, da habe ich gar nichts dagegen. Aber warum haben wir diese Liste nicht, die sagt, dieses Personal ist bereit und das wollen wir dorthin senden? Und, meine Damen und Herren, seit Wochen weist das DRK darauf hin, und auch völlig zu Recht, dass wenn man Freiwillige anwirbt, dann muss man ihnen auch die Rückholgarantie im Infektionsfall klar machen. Da sind sie jetzt dran am Arbeiten, aber auch das ist ein Problem, dass die Kapazitäten weltweit nicht ausreichen, das seit Monaten bekannt ist. Nichts haben sie getan. Kollegen. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Wir brauchen dringend Gesundheitspersonal, nicht nur zur Bekämpfung von Ebola. Wir brauchen auch für Malaria, Durchfall, andere Krankheiten brauchen wir Personal. Ich finde keine Antwort bisher der Bundesregierung. Wir hören bereits, dass in Liberia die Hungersnot bereits ausbricht, über die seit Wochen bereits gesprochen wird. Ich finde in Ihrem Antrag keine Antwort auf diese Frage. Wir wissen, dass wir nur, wenn wir alle gemeinsam arbeiten, diese Epidemie eindämmen können. Ich fordere Sie auf, machen Sie es endlich. Versuchen Sie das in der Regierung auf die Reihe zu bekommen, zu koordinieren. Wir sind dabei, wir helfen Ihnen gerne. Aber bisher fehlen uns alle entscheidenden Antworten, die den Menschen vor Ort wirklich helfen würden. Dankeschön. Die Rede von Cordula Schulz-Asche war das für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Meine Damen und Herren, im kleinen Bild sehen Sie die Präsidentin Brasiliens, Dilma Rousseff, vor der UNO-Vollversammlung in New York. Wir wollen Ihnen übertragen die Rede des amerikanischen Präsidenten Barack Obama, sobald er anfängt. Inzwischen bleiben wir aber hier bei der Debatte im Deutschen Bundestag zu Maßnahmen gegen die Ebola-Epidemie. Nächste Rednerin ist Michaela Engelmeier für die SPD. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Schulz-Asche, Sie haben gerade in Ihrer Aufzählung der, was man alles nicht gemacht hat, vergessen, dass es seit Mitte Juli einen Krisenstab im Auswärtigen Amt gibt, und die arbeiten sehr wohl. Und die Schärfe der Debatte, die ja hier so ein bisschen ist, die verstehe ich nicht so ganz, weil so richtig getrieben von der Opposition sind wir, glaube ich, in unseren Maßnahmen auch nicht. Wir stehen heute hier, weil wir uns mit der Hilfe aus Deutschland zur Bekämpfung der Ebola-Epidemie befassen. Eine Katastrophe, die droht, außer Kontrolle zu geraten, deren Folgen kaum absehbar sind. Dieses Problem wird sich nicht alleine lösen, sondern die Epidemie wird sich voraussichtlich vermutlich auf weitere Länder ausdehnen. Unsere Hilfe ist also gefragt, gefragter denn je. Bisher sind besonders Liberia, Guinea und Sierra Leone betroffen. Die Nachbarländer schotten sich ab, um ihrerseits ein Verbreiten der meist tödlich verlaufenden Krankheit zu verhindern. Das Dramatische an der Problemlage der Ebola-Epidemie ist, dass keineswegs wie in der Vergangenheit eine Abschwächung der Krankheit im Laufe der Zeit sich ergibt, ganz im Gegenteil. Die Lage der Menschen, besonders der Kinder, ist unverändert dramatisch. Der Radius erweitert sich. Ebola hat besonders das Leben von Kindern radikal verändert. Die Schulen sind geschlossen wegen einer Gefahr der Ansteckung und weil auch Lehrkräfte ihre Dörfer nicht mehr verlassen. Die Schulen für andere Zwecke genutzt werden. Angst und Misstrauen bringen das öffentliche Leben zum Erliegen. Die Versorgung mit Lebensmitteln ist nicht mehr gewährleistet.
Wie kann man helfen, damit die Kinder in Westafrika nicht ihrer Zukunft beraubt werden? Kinder, deren Eltern an dem Ebola-Virus gestorben sind, bleiben allein zurück. Die Waisen werden von anderen Familien aus Angst vor Ansteckungen zurückgewiesen, oft aus den Dörfern verjagt. Sie sind sich selbst überlassen und schutzlos der veränderten Lebenslage ausgeliefert. Kinder müssen Orte finden, wenn die Dorfgemeinschaften nicht mehr funktionieren. Und hier müssen wir mit unseren Partnerorganisationen nach Hilfen für die Kinder suchen. Hier müssen wir unsere Partnerorganisationen unterstützen, die sich der Kinder annehmen und ihnen eine Zuflucht bieten. Wir brauchen auch Unterstützung für die Familien. Es gibt kaum Familien, die nicht betroffen sind. Entweder fallen Frauen durch eigene Erkrankungen als Versorgerinnen für die Familien aus, oder sie müssen dem Sterben ihrer Kinder ohnmächtig zusehen. Wie geht es einer Mutter, die all ihr Geld zusammennimmt, um den erkrankten Sohn in ein Krankenhaus bringt? Sie weiß, dass ihr Kind eine Krankheit hat, die viele haben und meist tödlich verläuft. Und am Krankenhaus steht sie vor verschlossenen Türen. Sie findet keinen Einlass, weil es keine Kapazitäten mehr auf der Isolierstation gibt. Sie ist hoffnungslos aufgeliefert, dem Sterben ihres Sohnes zuzusehen. So geht es vielen Erkrankten, die von den Behandlungszentren wegen mangelnder Kapazitäten abgewiesen werden und die nicht selten auf dem Heimweg zurück in ihre Dörfer sterben. Es trifft keinen eine Schuld, weder die verzweifelten Mütter noch die Menschen, die am Krankenhaustor die Aufnahme verweigern. Ärzte ohne Grenzen und andere Hilfsorganisationen haben Behandlungszentren aufgebaut, die eine gute Ebola-Versorgung bieten. Aber die Zahl der Erkrankten übersteigt die Kapazität der bisherigen Hilfe bei Weitem. Viele Regelkrankenhäuser haben wegen Personalmangels geschlossen. Reguläre Erkrankungen wie Blinddarmentzündung, Malaria und auch die Schwangerenvorsorge finden nicht mehr statt. Daher muss genau hier unsere Hilfe ansetzen. Und es stellt sich für uns nicht die Frage, ob, sondern wie wir helfen, und zwar langfristig. Wir benötigen Informationsverbreitung zur Vermeidung von Ansteckungen durch einfache Hygieneregeln innerhalb der Familien. Ja, meine Damen und Herren, wie versprochen, wie angekündigt, hier im Plenum redet Michaela Engelmeier von der SPD zur Ebola-Epidemie. Aber wir wollen jetzt schalten nach New York zur Vollversammlung der Vereinten Nationen.